Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 9, die Hütte des Himmels. Wir haben im letzten Part den schwarzen Ritter besiegt und wollen jetzt zum König und ihm Bescheid sagen, dass wir den schwarzen Ritter gemeuchelt haben. Große Probleme hatten wir nicht, aber hätte ich ein bisschen mehr trainiert, hätten wir es vielleicht schneller über die Bühne bringen können. Mutter, Vater, ich habe beschlossen, dem Gern des Ritters nachzugeben. Oh nein, Simona, bitte nicht! Da gibt's doch nichts zu heulen, törichtes Weib. Ich werde ihr gar nicht erlauben zu gehen. Ach je, ihr beiden bringt mich noch ins Grab. Ah, da ist ja Yunzi. Ich habe auf euch gewartet. Ich habe euch erwartet, wisst ihr? Das ist ja so in dem Dreh, aber dann nicht. Vor lauter Ungeduld hat es mich kaum auf dem Thron gehalten. Ach, solltet ihr noch hingehen, ne? Schön, dass ihr wieder da seid, Yunzi. Also, welche Neuigkeiten gibt es vom Schwarzen Ritter? Bla 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 bla. Jetzt habe ich ihn alles erzählt, was passiert ist. Was? Er hat also nur sein Gedächtnis verloren und meine Simona für seine Verlobte gehalten? Und jetzt hat er sich nach irgendeinem Schloss Schicksal aufgemacht und will uns fortan in Ruhe lassen? Und das soll ich ihm abnehmen? Diesen Schurken kann man doch nicht über den Weg trauen. Vater, warum eigentlich hast du eine so schlechte Meinung von ihm? Er hat dir doch gar nichts getan. Pah, zunächst einmal habe ich noch nie von diesem Schloss Schicksal gehört. Also muss er wohl liegen. Ich bin mir sicher, dass dieser Schuft bald wieder hier auftauchen und hinter ihm und hinter Simona her sein wird. Wenn ihr also nicht ein für alle Mal unschädlich machen könnt, gibt es auch keine Belohnung für euch. Warum zweifelst du an dieser Geschichte, Vater? Wenn er sich so fern in seiner Heimat verirrt hat, muss er furchtbar leiden. Ach Mädchen, ich tue all dies doch nur, um dich zu beschützen. Das musst du verstehen. Simona! Nein, das will ich nicht verstehen. Was hat die Mutter noch zu sagen? Mein Gemahl ist nur deshalb so aufgewühlt, weil ihm unsere Tochter so sehr am Herzen liegt. Ihr müsst sie so dazu zwingen, damit wir wieder in Ruhe, in Frieden leben können. Ja, so, nö. Warum sollte ich? 5 Goldmünzen, yay! Peter mit seiner geilen Robe. Und hier ist nachher die Schatzkammer. Da komme ich aber nicht rein. Ja, dafür muss ich jetzt den schwarzen Ritter als Mal geben, aber das darf ich ja noch nicht. Und im Endeffekt ist das ja gar nicht mal so der schlimme Typ, ja. Und ich hoffe, ich bin nicht zu leise, weil sonst wird das ganz schön abgefuckt hier. Ach, das ist die Mona. Yunzi, ich muss etwas mit euch besprechen. Aber unter vier Augen. Mein Zimmer findet ihr hinter der Tür dort, in Richtung Osten. Könnt ihr bitte dorthin kommen? Es geht um Schloss Schicksal. Yeah. Das ist wohl der... Weil... Worum es da worum geht, ja? Bamschkwa. Was? Nicht? Nö, ich hab nichts gesagt. Okay. Gangbang, 4 Leute, 5 Mann. Ich hab nichts gesagt. Gibt's hier noch einen Schrank oder so? Nö. Schlampe. Danke, dass ihr gekommen seid. Vater darf hiervon nichts erfahren, sonst würde er sich wieder einmischen. Mir ist nämlich etwas über Schloss Schicksal eingefallen. Es kommt in einem Kinderlied vor, das meine Zofe mir immer vorgesungen hat, als ich klein war. Vielleicht enthält das Lied noch mehr Hinweise, die uns bei dieser Sache hier helfen könnten. Die Zofe lebt ja jetzt wieder in Bühltau. Das ist ein kleines Dorf westlich von Stinsee. Der Schwarze Ritter ist nicht so bösartig, wie mein Vater behauptet. Das weiß ich einfach. Er braucht nur Hilfe, Jungs. Bitte kümmert euch um ihn. Ja. Na, wer mich so nett bittet. Dem kann ich doch nichts ausschlagen, oder? Oder? Ich wünschte, es wäre... Ist das? Prinzessin Simona ist sehr tapfer. Sie hat großen Mut gezeigt, als der Schwarze Ritter die Burg angegriffen hat. Statt sich um ihre eigene Sicherheit zu besorgen, hat sie zuerst dafür gesorgt, dass ihre Eltern in Sicherheit waren. Oh ja, das ist ja auch so amazing. Ja, sie hat also die Hüterstatue. Darin sind die Worte Cygnus, Hüter von Stürzburg, eingenutzt. Cygnus? Wer ist Cygnus? Das würde ich jetzt einmal gerne wissen. Das würde ich echt gerne wissen, wer Cygnus hat. Ich habe den noch nicht gesehen. Motherfucker!
Ich würde gerne, ich will ohne Scheiß, ich will wissen, wer das ist. Wer ist das? Ich habe den noch nicht im, ich habe den Hüter, so. Im Hüter. Aufenthaltsort nicht gefunden. Ich habe unter ein paar Uhren Ben ein faszinierendes Buch gefunden. Es ist ja so aufregend. Leider ist ein ganz wesentlicher Teil davon geschwärzt. Ihr habt wohl kein Zauberwasser, oder? Setz nicht weiter, aber ich kann das Zauberwasser einer magischen Flüssigkeit anfertigen, die schwarze Tinte ausradiert. Dir wurde etwas ausgetragen, ja klar. Wunderbar, ich kann euch gar nicht genug dafür danken. Ich bin in der Zelle. Odot. Odot? 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 Okay. Ich warte dann auf euch. Zauberwasser wächst nicht gerade auf Bäumen, aber auf euren Reisen werdet ihr sicher trotzdem etwas finden. Ach ja, und ihr dürft dieses Buch mit dem König gegenüber nicht erwähnen. Es ist ein Geheimnis, in Ordnung? Ach, wie freuen. Die Mission Tintenkiller sein. Dieser Reim bei der Mission, wenn man die akzeptiert. Ich such das Kotzen und ihr seht, dass sie nur gerade mal 2:45 morgens hat. Deswegen bin ich auch ein bisschen müde. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Und spreche dementsprechend auch ein bisschen leise, weil ich sonst Ärger kriege. Ganz großen. Sollte eine Mission blablabla. Habe ich nicht schon was mit? Vielleicht kann ich durchsehen, wenn es so richtig ist. Ach, ich habe noch keinen Zauber, das ist natürlich frustrierend. Ja. Hier finde ich ein Buch mit dem Titel. Ja, ich habe eine lange Ruhe. Ich ja, in Regalen findet man auch Rezepte nachher für den Alchemie-Pot. Ja. Werde ich auch nachher, früher oder später, wenn wir den auch finden. Das ist eine Kiste. Nee, das ist keine Kiste, aber das ist ein Dings. Nee, oh, Scheiße. Ich muss einen schrecklichen Auftrag gehabt haben. Ich könnte einen Blick auf die größte Gefahr des schwarzen Ritters werfen und bekomme sie nicht wieder aus dem Kopf. Ja, so ist das nun mal. Top 5, 2 Gott sind. Scheiß die Wand, aber ich bin reich. Dum, 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 dum. 305 Gold haben wir. Okay, dann machen wir uns auf den Weg nach Bühltau und suchen diese komische Olle. Ja. Bling! Eine Mini-Medaille! Was es damit auf sich hat, wird sich noch erklären. Ich habe keinen Bock, das zu... im Endeffekt habe ich keinen Bock, das zu erklären. Und im zweiten Fall ist es dann auch so, dass es sich nachher wirklich von selbst erklärt. Ja. Darum halt ich einfach mal die Fresse jetzt. Mach den Schrank hier auf. 10 Goldmünzen, yay! Man sagt, die Burgstücke voller alter Schätze und königliche Erbstücke und so. Vielleicht hat der Schwarze das darauf abgesehen. Alter, was der wohl hatte. Der hat einfach nur voll die üben Paras. Könnt ihr dir Paras? Ah, egal. Da geht eine Treppe runter. So. In den Keller. Bam, 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 bam. 2 Goldmünzen. Toll. Nochmal 2 Goldmünzen. Yay. Was ist hier drin? Eine Engelsglocke. Und ein bisschen Lammwolle. Sieh die zwei Schatztruhen da drüben. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen dem... zwischen der roten und der blauen ist? Nun, ich werde euch sagen. Die roten kann offenbar nur der Held der Welt öffnen, in der Truhe sich befindet. Aber die blauen können alle Leute öffnen. Wie es allerdings möglich sein soll, andere Welten zu betreten, weiß ich auch nicht. Das geht, indem man in dem Inn in Stinsburg ist. Und mit dem... Warte mal, da kann ich rein. Das weiß ich. In jeden Brunnen kann man rein. Und das sogar ein Dings. Palierhandschuhe. Was bringen die? Ausrüsten. Mal gucken. Geschick höher, cool. Zack. Ich habe jetzt nämlich so überlegt, dass ich jetzt doch lieber auf Damage Dealer gehe und dann voll alles rausbatze. So, indem man mit dem Typen da redet. Was ich jetzt mal nicht machen werde, ja. Ja, indem man mit dem redet, dann kann man miteinander connecten. Ob das beim DS geht, weiß ich nicht. Ich hoffe, aber ich weiß es nicht. Also, ob wie mit dem Emulator, wenn ihr mich versteht, ne? Mit dem Emulator meine ich das natürlich. Weil im Endeffekt, mit dem DS habe ich das schon mit einem Kumpel gespielt. Das ist... Dann kann man zwei von seinen Nebencharakteren haben. Zum Beispiel jetzt hier Espada und, weiß nicht, Amber. Und dann halt noch den jeweiligen Freund. Wenn man zu viel spielt, wird natürlich noch geiler. Alle können sich frei bewegen. Man läuft nicht hinterher. Und das muss man auf jeden Fall machen. Ist auf jeden Fall genial. Ja. So, ich wollte jetzt mal im Zauberladen gucken. Was ist Zauberladen? Gegenstände laden. Da kann ich gucken, vielleicht verkauft ihr mir ja Zauberwasser. Im Kramladen, ja. Da, Weihwasser. Ach nee, ich will Zauberwasser haben. Zauberwasser ist... Ach, das kostet... Nö, dann ist mir das zu teuer.
Tut mir echt leid. Aber das Geld kann ich auch anders rausschmeißen für Nutten oder so. Oder für Alkohol oder für Drogen. Denn... Warte mal. Das ist eine Brücke. Gibt's da irgendwas? Nee, nur eine alte Frau. Ich weiß über euch Bescheid. Ihr habt ganz schön was auf den Kasten, was? Ihr erinnert mich an meinen alten... Als er noch jung war. Ach. Ja, natürlich. Ich darf erstmal einen Schluck Eis ziehen. Früher morgen. Nom nom nom. So, komm, gehen wir mal links da rum. Packen uns noch ein paar Coca-Colans ein, ja. Na, wo bringt das hier noch? Yes. Normalerweise zupft man sich immer drei aus dem Garten, aber dann halt nicht. Also auf nach Bühltau, yay! Toll. Eine weitere Reise. Die mir voll auf den Pisser geht, Mama. Und ich glaube, ich erkälte mich schon wieder. Ist voll krass. Ja. So, da oben. Da, ihr seht das Herz, ne? Richtig schwul. Ich meine natürlich total männlich. Das ist Bühltau. Voll abwertend so, boah. Ey, das ist Bühltau, Alter. Was ist das? Nein. Angriff! Zauber! Knirsch! Knirsch! Die kann nichts machen, Mama. Ich denke gerade... Warte mal. Wär mal ab. Besser ist das. Damn! 21 Uhr. Schade. Knirsch! Bang! Oh, der ist tot. Eiskalt! Genau, deswegen habe ich mich verteidigt. Aber so langsam fangen sie auch an, Schaden zu machen. Peter vorne mit seinen Zaubern. Aber das ist nachher alles wirklich nur eine Frage des Equipments. Und ich weiß ganz genau, was hier irgendwo war. Ja, ein Chimärenflügel. Noch ein Chimärenflügel. Ja. Noch ein Chimärenflügel. Flupp. Kann ich die noch? Keine Reaktion, ist nur eine Vogelscheuche. Das stimmt nicht ganz. Ich glaube, da hat sich da hat's doch was mit auf sich. Aber ich halt mal die Fresse, ja? Obwohl, wollte ich mal fahr auch wieder? Guck mal, eingreifen. Das ist der Schmeißfliege. Das gibt jetzt einen richtigen Damage-Push. Jetzt kommt 1,2. Nee, doch nicht. Zauber stackt nicht mit Angriffen. Das ist natürlich schade. Das ist natürlich doof. Na gut, dafür haben wir ein paar Chimärenflügel gefarmt. Kann man immerhin was mit anfangen. Denn... Mit Chimärenflügel kann man ja überall hinreißen. Was ich sehr praktisch finde. Was nachher aber nichts bringt, wenn man den Dings hat. Den Himmelzug. Aber ich spoiler jetzt schon. Den Himmelzug, den hat man nachher nicht. Nein, nein, den kriegt man nicht. Nein, 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 nein. Vergesst, was ich gesagt habe. Ach, wir kriegen hier draußen nicht auf Besuch. Willkommen in Bühltau. Ihr kommt genau richtig. Unser geliebter Baum steht gerade in Blüte. Fühlt euch wie zu Hause. Das werde ich tun. Und wer ist hier der Wächter? Ja, ist ganz verfallen. Oh. Hier gibt's keinen Wächter mehr, Mama. Das wäre fies. Das wäre krass. Was jetzt passieren könnte. Töpfe, jede Menge Töpfe, 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 Töpfe. Uah, Heilkraut. Gar nichts, gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Gar nichts. Doch, Kumis. Gar nichts und Geld. 8 Goldmünzen. Also 8 Goldmünzen. Ich glaube, ich werd verrückt. Wer versteckt neben Pferdemist ein Goldmünzen? Ich fasse es nicht. Da ist eine Olle. Tut mir leid für dieses Drecksloch, aber es ist eben mein Zuhause. Nimm es mir nicht übel, bitte. Es ist ganz schön hart, kein Geld zu haben. Aber ich versuche mich nicht unterkriegen zu lassen. Aber ich werde immer deprimierter. Könnt ihr mich nicht unterstützen und aus diesem traurigen Trott rausholen? Ich spreche gar nicht von Geld, sondern nur von etwas Aufmunterung. Damit ich wieder positiv denken kann, wisst ihr? Sie aufmunter, ja klar. Ja, yeah, ich energiere das anfeuern. Juhu. Die Gießen sind eigentlich an sich eigentlich totaler Bullshit und braucht man nachher auch nicht, aber es ist ganz lustig, das zu lernen. Vielen Dank für die Aufmunterung, das habe ich jetzt echt gebraucht. Sein Goldschatz, ja wirklich. Jetzt komme ich sicher klar. Ich fühle mich wieder Mopsfidel. Mopsfidel. Ein tolles Wort. Ach, ich freue mich. Ach, da ist der Priester, das ist ja natürlich super. Gleich die Kinder abkommandieren oder was? Bestimmt katholischer Priester.
Nee, wir wollen noch nicht übernachten. Aber ihr habt ja gerade die Kiste gesehen, ne? Da kann man von hinten rein. Die Tür ist verschlossen. Mach die Scheiße auf. Dieser Holzfäller spielt dran. Dabei habe ich ihn schon das Bett gemacht und alles. Huch, hört's auf. Ich hätte gar nicht bemerkt, dass ich Kundschaft habe. Willkommen in unserer Herberge. Böse Reisen. Möchtest du übernachten oder bloß den Abend? Nö, wieder noch. 15, das ist voll teuer. Man sagt, die Äste des größten Baumes von Blüte 1 ist 19 Dorf liebevoll umschlungen haben. So, ja. Aber nach einem großen Ungewitter sollen viele der mächtigen Äste abgestorben sein. Was für ein Jahr mehr. Ich kam in das Dorf, um den wunderbaren Baum zu sehen, von dem ich so viel gehört hatte. Ich wurde nicht enttäuscht. Es ist unglaublich, das kommt man nur einmal im Leben zu sehen. Oh ja, ein überdimensional großer Kirschblütenbaum. Ja, genau. Der ist doch so epic, muss ich ehrlich sagen. Der ist echt groß. Also, der Baum. Besucht hat der Dame, die sich um Prinzessin Simona gekümmert hat, als sie noch klein war. Das ist meine Mutter. Alana heißt sie. Hier kennt sie jeder. Seit sie bei der Königsfamilie gearbeitet hat, ist sie berühmt. Ich glaube, sie ist ihre Freundin Peter besuchen gegangen. Wenn ihr dort nachschaut, werdet ihr sie schon finden. Na, nee, ist klar. Hier befindet sich gar nichts. Sondern aber Geld. Erstmal die arme Frau geplündert. Kann man machen. So wie in dem Filmpart von Dragon Quest 9. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir gehen uns im nächsten Part auf die Suche nach Alana. Ja, und ihrer Freundin Petra, wenn es sein muss. Also, bis dann. Ciao.